Was geht ab, Freunde der Sonne? Hier ist mal wieder Turbo Torben und heute bin ich nicht alleine, denn ich habe einen Kollegen dabei. Das ist mein Kollege hier, er sieht schon mal genial aus in der Kamera. Wer weiß, was das hier ist? Das ist ein Butterfly, Achtung, Trainingsmesser, ja? Trainingsmesser, einfach, es ist nicht spitz und es ist nicht scharf. Ich kann es euch zeigen. Hier. Die Klinge ist nicht spitz und man kann sie auch nicht schneiden, nicht rasieren, nicht skalpieren, ja. Aber dieses Trainingsmesser ist sehr gut geeignet, halt um diese Tricks hier zu üben, die ich eben hier schon gezeigt habe. So, das ganz normale Öffnen und Schließen. Und ich hatte auch mal ein scharfes Messer, das wurde mir leider von der Polizei weggenommen. Das ist allerdings schon sehr, sehr lange her, da war ich 14 oder so. Das habe ich damals auf dem Schulhof gekauft bei dem Russen meines Vertrauens. Aber das ist eine andere Geschichte. Heute geht es auf jeden Fall hier um diese Trainingsmesser. Dieses Messer dürftet ihr übrigens auch nicht anschärfen oder schleifen, scharf machen. Ihr dürft es nicht scharf und auch nicht spitz machen. Dann wäre es wieder verboten. Aber diese Ausführung hier, die stumpfe und nicht spitze Version, das ist in Deutschland erlaubt. Und damit kann man, wie gesagt, diese coolen Tricks üben. Und wenn ihr mal kurz über die Grenze fahrt und dann ein echtes Messer in die Hand bekommt, seid ihr gleich der King damit und könnt die ganzen Tricks damit ausführen, ohne euch vielleicht die Finger abzuschneiden. Darum ist so ein Trainingsmesser gar keine schlechte Idee. Und ich finde es auch echt cool, also für die Feinmotorik, ja, Hand, Augen, Finger, Koordination, das ist eine ganz schöne Sache. Und ja, das Waffengesetz in Deutschland verbietet leider die scharfen Messer. Ich bin mit dem Waffengesetz nicht ganz einverstanden, was viele Sachen angeht. Schusswaffen bin ich vollkommen einverstanden. Also ich wäre nicht so begeistert, wenn jeder draußen einfach eine Schusswaffe dabei haben könnte. Aber zum Beispiel solche Sachen, dass Nunchakus strengstens verboten sind. Sogar die soften Nunchakus, die wirklich auch nur zu Trainingszwecken geeignet sind. Und das hier ist auch nur zu Trainingszwecken geeignet und das ist plötzlich erlaubt und weiche Nunchakus plötzlich nicht. Dafür kann sich jeder eine Software kaufen, mit der du einem, keine Ahnung, schon den Kopf wegballern kannst. Ja? Also ich meine diese heftigen mit 6 Joule oder Luftgewehre mit 8 Joule oder was auch immer was. Sowas kann man sich kaufen, aber so ein Nunchaku oder Butterfly-Messer ist dann plötzlich verboten. Das ist aber eine andere Geschichte. Auf jeden Fall wollte ich euch dieses Trainingsmesser mal kurz vorstellen. Ich hatte es auch schon mal bei Instagram, in einer Insta-Story hatte ich damit ein paar Tricks gezeigt und wurde ich natürlich sofort angeschrieben. Torben, sind die nicht verboten in Deutschland? Was postest du sowas? Dieses hier ist stumpf und ich habe auch kein scharfes mehr. Das wurde mir leider weggenommen. Ja, die Story habe ich schon mal in einem anderen Video erzählt. Heißt irgendwas mit Waffengesetz. Könnt ihr euch vielleicht ja mal reinziehen. Auf jeden Fall wollte ich euch heute den ersten Trick mit diesem Trainingsmesser zeigen. Ihr könnt den Trick natürlich genauso mit einem scharfen Messer ausführen, wenn ihr eins besitzt. Aber ihr dürft keins besitzen. Also wenn ihr in einem anderen Land seid und dort eins zur Verfügung habt, dann dürft ihr diesen Trick ausführen. Nämlich, ich zeige euch jetzt das ganz basic-mäßige Öffnen und Schließen dieses Butterfly-Messers, Trainingsmessers. Erstmal ist das Messer unten verbunden hier mit so einem Stift, falls man das erkennen kann. Ja, jetzt hat er scharf gestellt, hier, das könnt ihr sehen. Und den kann ich öffnen, indem ich einfach meine Hand zusammendrücke. War das nicht unglaublich? Nochmal. Einfach zusammendrücken, boom, dann ist das Ding offen. Jetzt befindet sich das Ende, wo nicht der Stift dran ist, das befindet sich hier in meiner Hand. Jetzt mache ich Folgendes. Ich mache eine schwungvolle Bewegung und klappe das Messer hier auf meinen Handrücken auf. So kann ich natürlich niemanden erstechen, wenn ich das vorhätte. Ja, ich könnte jetzt mir so auch kein Brot schmieren, denn das Messer würde sich hier irgendwie wieder zurückklappen. Ist halt noch nicht fixiert. Was machen wir dann? Wir drehen das Messer. Wir drehen es und klappen es sozusagen zu, dass das Messer so aussieht. Und jetzt brauche ich es einfach nur zurück in meine Hand schnappen lassen und jetzt ist das Messer einsatzbereit. Nochmal. Gleicher Weg geht natürlich auch zurück. Also, ich mache meinen Fokus jetzt nur hier aufs Messer, falls man es sehen kann. Öffnen, drehen, fast schließen, zurückschnappen lassen. Und das macht man dann in einer fließenden Bewegung. Also jetzt so, schließen, zu, öffnen. Da habe ich verkackt, habt ihr das gesehen? Ich habe mich auf die Kamera konzentriert. Also nochmal, zack, zack. Zack, zack.
Das ist ganz normale Basic Öffnen und Schließen. Und dann zeige ich euch noch einen anderen Trick. Der geht nämlich folgendermaßen. Jetzt nehmen wir das Messer nicht an der Seite, wo es hier aufgeht, sondern an der geschlossenen Seite. Hier. Und jetzt nehme ich meinen Daumen auf das Loch hier, auf das letzte Loch. Meine Kamera möchte das nicht scharf stellen jetzt hier. Auf dieses Loch. Da tue ich meinen Daumen drauf. Und jetzt flippt man das Messer einmal um den Daumen rum. Das ist ein bisschen wie dieser Karma-Spin, den ich euch schon mal gezeigt habe, ja, um den Finger rum. Also nochmal, hier, jetzt möchte ich meine Kamera hier nicht zerfetzen. Also hier geht das Messer auf, ja, und ihr müsst das halt einmal hier um den Daumen rum, hier so rum, da, da, da. Und dann müsst ihr es wieder fangen. Ist ein bisschen schwierig zu zeigen, weil ich in der anderen halt noch die Kamera halte, aber ich zeige es euch nochmal schnell. Ihr werdet es bestimmt checken. Also von hier, da geht's auf. Vielleicht geht das zu schnell, aber ich wollte euch eigentlich nur mal dieses Messer vorstellen. Und falls ihr dazu weitere Tricks und Tutorials haben wollt, falls euch das interessiert, dann schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr selber Erfahrungen mit diesen netten Geräten habt. Ja, also ich bin ja richtig so ein kleiner Waffenfreak, nicht nur ein kleiner Waffenfreak, ich bin ein großer Waffenfreak, aber nicht um Menschen damit zu verletzen, sondern ich interessiere mich nur für Waffen, mit denen ich meine Skills ausbauen kann, ja, also vor allem Kampfsportwaffen, Schwerter, Messer, Stöcke, alles Mögliche, was dazu gehört. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, was auch immer ihr tut. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Messer haltet. Wo ihr das bekommt, tue ich unten in die Beschreibung rein. Und wir sehen uns, Leute. Peace out, macht's gut, haut rein.